Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder auf dem Continuum-Server nach gefühlten 10 Jahren. Spaß beiseite. Es ist eine ganze Weile hier, dass ich das letzte Mal hier drauf war. Und ich muss sagen, wir alle, die hier mitspielen, haben beschlossen, das Pack hat uns geschafft. Wir kriegen das einfach nicht mehr auf die Reihe, denn die Quests, die ziehen sich so extremst lange hin. Wo haben wir denn das Questbuch? Hier. Für diese Quests hier unten, das ist alles abnormal. Ich hatte ja für hier oder hier schon ein bisschen was vorbereitet. Hier, die Rezepte, die sind einfach zu aufwendig und man müsste so viel Zeit da rein investieren, das ist einfach nicht mehr normal. Und wir können jetzt nochmal ganz kurz als Abschluss gucken, wie viel Cobblestone wir denn schon haben. Quinn, Quad, das ist eigentlich der letzte, den wir brauchen, Octable. Wir haben 2 Octable, yay! Und wir brauchen über 4000. Ihr seht, das ist nicht so einfach. Okay, hier hatte ich noch Fleisch durchgebrannt. Ja, wie gesagt, das Pack ist hat uns halt komplett geschafft. Und damit endet das Pack hier auch mit dieser letzten Folge. Ich mache es jetzt einfach kurz und knapp. Clear Ike LP, bei mir ist alles weg. Wir setzen uns mal ganz kurz in den Game Mode 3, um zu schauen, was wir denn alles geleistet haben in den 62, 63, 64 Continuum Folgen. Wir haben hier eine gute Anzahl an Wasserrädern. Wir haben den letzten Void War Miner, der uns die Kiste bestimmt extremst voll gemacht hat. Könnten wir ja noch mal ganz kurz da reinlunzen. Das müssten dann diese hier sein. Das war der falsche Befehl. So. Ich hatte nämlich hier hinten umgebaut und ihr seht, hier ist alles voll. Hier. Wo jetzt natürlich die Erze reingehen, keine Ahnung. Lull. Ja doch, in die 4 Teile. Och, dann wird er bestimmt ausgestellt sein. Lol. Ja, der kriegt hier einfach mal 0 Strom. Geil. Wir können uns dann noch mal ganz kurz zu den anderen begeben. Der Palle hat ja auch mitgespielt. Im Übrigen, hier ist noch das große Wikinger-Schiff mit unserer Lebensmittelfarm drauf. Hier sollten eigentlich die Raketen kommen, denn man kann ja in dem Modpack auch zu anderen Planeten fliegen. Das hier war einfach nur just for fun gebaut. Was mit dem Haus da hinten passiert ist, weiß ich leider ehrlich gesagt gar nicht. Darko hatte mir einfach mal ein Bild davon geschickt und ich dachte mir so, what the fuck? Was ist da passiert? Es ist halt auch wirklich nur das Haus, nicht mal der Tower. Und ja, die Villager hier drinnen sind futsch. Hier drinnen hatten wir noch Villager. Die haben sich fleißig vermehrt. So, aber jetzt fliegen wir mal zum Palle. Der hat ja auch fleißig mitgespielt, auch wenn es nicht lange war. Und ja, wir hatten extra noch so einen schönen Gang zum Palle gebaut. Schnauze-Auto. Weil wir gegenseitig geholfen haben. Also Palle hatte meist Zeug, was wir benötigt hätten. Und er hat Zeug benötigt, was wir hatten. Und ihr seht, aber weit voran ist er auch nicht gekommen. Hier sind seine Wasserrädchen. Hier hinten hat er eine Maschine gehabt. Oder ein paar Maschinen. Ist auch nicht gerade wenig.
Hier war sein Void-Ore-Miner. So, und dann fliegen wir noch zu CO2 und Lisseptum. Die haben, wie man hier unten sieht, natürlich schön vorangelegt. Die waren auch schon ein ganzes Stück weiter. Hier unten sieht man es, was die ausgehoben haben. Ja, diese schöne Mob-Farm, die den Server schon ein paar Mal zum Crashen gebracht hat. Das nehme ich aber niemanden übel, ganz im Gegenteil. Sowas passiert halt. Hier, denen ihre ganzen Maschinchen. Ist nicht gerade wenig, muss ich sagen. Also, die haben sich auch ordentlich ins Zeug gelegt. Und ja. Ja, ausgehoben, da habe ich ja mal mitgeholfen. Was haben wir hier? Das war die Baumfarm von den Zweien. Das hier ist die eigentliche Base. Das gefällt mir halt richtig geil. Das hätten wir zum Anfang auch so machen sollen. Da hätten wir es wenigstens ordentlich unterscheiden können, alles. Wir hatten nämlich immer das Problem mit Silber, Eisen und wisst der Geier was. Das sieht hier diese, ich sag mal, weißen Erze. Oder. Ja, gebrannten Ingots, die sehen halt manchmal so gleich aus. Ja, wir hatten da das ein oder andere Problem. Und ja, das hier unten waren denen ihre Öfen. Lol, okay. Ja, es war ein schönes Projekt. Es hat aber einfach nur. Wow, das hat sich ja jetzt zum ersten Mal hier. Ja gut, es war ein wirklich schönes Projekt. Es hat aber einfach nur dann am Ende zu lange gedauert. Und ja, das Pack hat uns halt mal wieder geschafft. Und wenn ich sage mal wieder, hat es einen guten Grund. Denn ich hatte das Pack vor einem Jahr schon mal gespielt mit Olaf und Darko. Aber ohne es aufzunehmen, da hat jeder für sich alleine gespielt. Wir haben uns aber auch gegenseitig geholfen. Und ja, no, das Pack hat uns damals auch geschafft, nur dieses Mal war man ein Ticken weiter als damals. Ja, ich will jetzt hier aber auch nichts unnötig zerstören und nee, vielleicht gebe ich die Welt zum Download frei für die Mitspieler, wenn sie es wollen. Wenn nicht, dann war es das auch mit diesem Pack. Es wird auf jeden Fall noch weitere Modpacks geben. Wir haben noch so viele im Petto. Darunter auch ein eigens zusammengestelltes Modpack, basierend auf einem, ne, auf zwei Mods. Und die sind geil. Also, da werden auch nur zwei Mitspieler mitspielen, die auch hier in dem Pack mit dabei waren. Ansonsten wird kein anderer mitspielen dürfen. Denn ich allein hatte den Server mit dem neuen Pack schon ein paar Mal zum Crashen gebracht. Aber ja gut. Okay, dann will ich euch nicht länger voll quatschen und nerven. Das war's, wie gesagt, mit Continuum. Und wenn euch das Modpack gefallen hat, die Videoreihe gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare Modpack-Vorschläge, die ich mit anderen zusammen spielen kann. Und die sind ja dann auch bei mir auf dem Discord. Link in der Videobeschreibung und in der Kanalinfo. Die Modpacks werden auch auf meinem Discord dann angegeben, welches wir aktuell spielen. Da kann auch jeder mitspielen, der möchte. Einzige Bedingung, ihr müsst euch nur an die Regeln halten, die dann aufgestellt werden. Und ansonsten kann jeder mitspielen, der möchte. Und ja, dann war's das mit dem Pack. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Modpack-Projekt. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.